kommunales Bildungsmanagement ist wohl deswegen entstanden, weil wir gemerkt haben oder weil wir merken, dass wir plötzlich eine andere, auf dem Weg zu anderen Lernkulturen sind. Es scheint so, dass wir über unsere ganze Lebenslinie, unsere Biografie hinweg, immer wieder neu etwas dazu lernen müssen. Also wir sind eigentlich angehalten zu lernen, um immer handlungsfähig zu bleiben. Um diese Philosophie des lebenslangen Lernens in den Kommunen zu verankern und umzusetzen, bedarf es eines Bildungsmanagements. Dieses Bildungsmanagement zu organisieren, ist die größte Herausforderung, der sich eine Kommune oder Region stellen muss. Am Anfang war es so, als wir mit Lernen vor Ort begonnen haben, mussten wir erstmal selber begreifen, was soll das Projekt überhaupt, ja? Also wo will es hin? Das muss eine Vorbereitungs-, eine Sensibilisierungsphase unabhängig von einem Förderprogramm geben, dass man Interesse hat, Bedarfe hat, schon Anfangsstrukturen hat, vielleicht auch einzelne Menschen hat, Protagonisten hat, die sagen, also ich ziehe das auf meinen Schreibtisch. Die Absicht allein, im Bereich Bildung etwas verbessern zu wollen, reicht also nicht. Entscheidend in diesem Anfangsstadium ist die Frage der Bedarfe. Wir haben inzwischen aufgrund der demografischen Entwicklung in unserer Region eine Situation, die man so formulieren kann, auf zwei Belegschaftsmitglieder eines Unternehmens, die in Rente gehen und das steht ins Haus, beziehungsweise das findet schon statt, kommt noch ein Schulabgänger. Die Statistik zeigt, dass wir einfach noch eine viel zu hohe Anzahl von Schülern haben, die also ohne Berufsreife aus der Schule kommen, und das ist natürlich eine Katastrophe. Wir wachsen so rasant, dass wir um 6.000 Kinder die nächsten 4 Jahre nochmal wachsen werden. Das heißt, im Umkehrschluss sind das die beiden Herausforderungen, zum 1.8. Rechtsanspruch Krippe zu bedienen, gleichzeitig diesem hohen Zuzugstrend entsprechende Betreuungsangebote mitzuentwickeln. Die eben genannten Bedarfe, die ein beispielhaftes Spektrum beleuchten, bilden die Grundlage, um auf potenzielle Partner zuzugehen. Es gilt, alle Akteure in ein Boot zu kriegen, die Kräfte zu bündeln und Schnittstellen zu schaffen. Dies bedarf professioneller Überzeugungsarbeit. Solche Strukturprogramme wie Lernen vor Ort sind immer sehr schwer zu kommunizieren. Und ich denke, die brauchen immer einen klaren, auch inhaltlichen Bezug, um sie sozusagen transparent zu machen, um den Sinn solcher Projekte und Programme darzustellen. Und da eignen sich einfach Themen, die hier für die Landkreisentwicklung von Bedeutung sind, ganz besonders. In kommunaler Auseinandersetzung werden die verschiedenen Visionen, Interessen und Handlungsvorstellungen der Akteure auf einen Nenner gebracht und münden schließlich in ein Leitbild. Diese Formulierung der Ziele sollte offiziell durch den Stadtrat oder eine Bildungs- oder Jahreskonferenz verabschiedet werden. Doch was sind die Vorteile eines Leitbildes Bildung? Man muss ein Verständnis davon haben, wo will man hin. Und dann kann man zielgerichtet seine Leistungsangebote darauf ausrichten. Die Umsetzung und Implementierung eines Leitbildes in einer Verwaltung wird gewährleistet durch ein Bildungsbüro oder eine Stabsstelle an zentraler Stelle in der Verwaltung. Das zentrale Steuerungsinstrument, was wir installiert haben für kommunales Bildungsmanagement, ist die Lenkungsgruppe. Die nennt sich aber nicht Lenkungsgruppe Lernen vor Ort oder Lenkungsgruppe Kommunales Bildungsmanagement, sondern Lenkungsgruppe Bildungsentwicklungsplanung. Die Lenkungsgruppe wird auch Lenkungsgruppe Bildungsentwicklungsplanung, Steuerungsgruppe oder Bildungskonferenz genannt. Sie ist nicht nur da, um Entwicklungen zu koordinieren und zu kontrollieren, sondern implementiert auch stark steuernde Elemente, um Bildung kommunal gestalten zu können. Doch wer sind die Teilnehmer dieses Gremiums? Also wir haben versucht, alle wichtigen Akteure, die mit Bildung zu tun haben, zu integrieren. Die Fachamtsleiter aus der Verwaltung, also fürs Jugendamt, aber auch fürs Sozialamt. Die Sozialplanung ist mit drin. Die Rektoren der Hochschule Neubrandenburg, der Universität Greifswald. Die Bundesagentur für Arbeit ist eingebunden als ein wichtiger Partner. Die IHK, die Handwerkskammer, das staatliche Schulamt als Landesbehörde, dann die Vorsitzende des Bildungsausschusses, also auch die Politik ist mit eingebunden, der Städte- und Gemeindetag. Das Bildungsmanagement arbeitet auf 3 Ebenen. Erstens die Formulierung eines Leitbildes, das sich aus den Handlungsbedarfen einer Kommune ableitet. Zweitens die Lenkungsgruppe, die einen Querschnitt der Akteure einer Kommune repräsentiert und die Umsetzung des Leitbildes steuert. Und drittens
Das Bildungsbüro oder die Stabsstelle, die an die Verwaltung angegliedert ist und das operative Geschäft leitet und koordiniert. Wir haben dann unser Projekt gemacht, haben sehr viel ausprobiert und haben auf der anderen Seite uns aber immer mehr Richtung Monitoring bewegt, also erstmal Erfassung, ne, Erstellung des Bildungsberichtes. Es werden also Statistiken, Zahlen und Fakten, die das Bildungsmonitoring in Form eines Bildungsberichts liefert, für strategische und operative Entscheidungen herangezogen. Also der erste Dresdner Bildungsbericht richtet sich an die Politik natürlich, an die politischen Akteure, an Verwaltungsakteure und das zwar auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene und an die interessierte Fachöffentlichkeit. Wir haben durch die Ergebnisse des Bildungsmonitoring mehr Verständnis dafür entwickelt, dass man wirklich für die einzelnen Stadtquartiere sehr genau und spezifisch planen muss. Das Bildungsmonitoring ist also die Grundlage, um passgenaue Angebote für die Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. Das Wichtigste, was uns der Bildungsbericht gezeigt hat, ist die Tatsache, dass wir im Bereich der Einschüler noch erhebliche Probleme im Bereich Sprachen haben. Brüche in der Lernbiografie zu vermeiden, ist das Ziel des Übergangsmanagements. Die Übergänge von Kita in Grundschule oder von Schule in Ausbildung sind besonders sensible Phasen im Leben eines Lernenden. Das Projekt Lesepaten aus Dresden ist ein gelungenes Beispiel für Übergangsmanagement im Bereich Lese- und Sprachförderung. Die Dresdner Bibliothek kollaboriert hier mit den Kitas und versucht, über 120 ehrenamtliche Vorleser, Vorschulkinder für das Lesen zu begeistern. In den Lernen-vor-Ort-Kommunen gibt es weitere Initiativen, die gerade bei Kindern und Jugendlichen schon erstes Interesse an wissenschaftlichen Themen entfachen sollen. Um möglichst viele Menschen an vielen verschiedenen Orten zu erreichen, hat die Stadt Dresden den Bildungsbus als mobile Beratungsstelle etabliert. Bildungsberaterinnen und Bildungsberater sollen in Zukunft, fast ähnlich dem Hausarzt, der sich mit der Gesundheit seines Patienten ein Leben lang befasst, die Möglichkeiten der Bildung und ihre Perspektiven für alle Lebensstationen aufzeigen. Doch Bildungsberatung hat nicht nur die berufliche Bildung im Blick. Lernen passiert auf sehr vielen Ebenen. Das Liborius-Gymnasium in Dessau-Roßlau hat das Bildungsradio ins Leben gerufen, um seinen Schülern zu ermöglichen, über den eigentlichen Unterricht hinaus Fähigkeiten zu entwickeln und sich für neue Themen zu begeistern. Ein gelungenes Beispiel für das Lernen im Sozialraum ist die Saline 34 in Erfurt. Hier haben junge Menschen Fotowerkstätten, Tonstudios und Ateliers eingerichtet und damit ein ehemals brachliegendes Haus wieder mit Leben gefüllt. Solche Projekte leben also von ihren Teilnehmern, denn es gilt: Das beste Angebot bleibt nutzlos, wenn die Zielgruppe nichts davon weiß. Die Wichtigkeit eines guten Marketings ist daher nicht zu unterschätzen. Ein gutes Beispiel für gelungenes Marketing sind die internationalen Lernfeste im Landkreis Görlitz. Diese Lernfeste haben wir weiterentwickelt als euroregionale Lernfeste. Das heißt, wir gestalten sie wirklich auch als trinationale Marketing-Events rund um das Thema Bildung. Eins haben alle gezeigten Beispiele gemein: die Frage der Finanzierung. Denn häufig ist das Problem der Projekte, dass sie nur im Förderzeitraum potent sind und mit Auslaufen der Subventionen ins Hintertreffen geraten. Wie ist das bei Lernen vor Ort? Bildungsarbeit in einer regionalen oder auch kommunalen Bildungslandschaft verlangt eine stetige Aktivität. Da kann man nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal hier ein Projekt. Und es ist immer wieder ein Veränderungsprozess, dem muss man sich stellen. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, auch in einer Verwaltung, dass man permanent Veränderungsprozessen, Diskussionen ausgesetzt ist. Ich wünsche mir, dass die Partner in einem solchen Prozess enger zusammenrücken, dass die Partner Eigeninteressen, die vielleicht eine Rolle spielen könnten, etwas hinten anstellen. Mittlerweile redet man über kommunales Bildungsmanagement, Monitoring, Steuerung. Und das sickert langsam immer mehr ein. Und das ist auch gut so. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht nur einen Blick auf die gegebenen Strukturen werfen darf, die zum Teil 20, 30 Jahre alt sind, sondern dass man auch unkonventionelle Wege gehen muss. Man darf nie bremsen, wenn man feststellt, ein Verwaltungsbeamter sagt, das geht überhaupt nie. Vielleicht ist er Jurist, dann weiß er gar nicht, was geht, sondern er weiß immer nur, was nicht geht. Und das ist das Wesentliche. Und mit Partnern kann man unkonventionelle Lösungen wirklich finden. Und da würde ich eigentlich jeden einladen, es zu tun. Und er wird bestimmt dreimal auf die Nase fallen, aber siebenmal gewinnen.